Betrachten wir noch pythagoreische Zahlentrippel. Drei natürliche Zahlen, die den pythagoreischen Lehrsatz erfüllen, nennt man ein pythagoreisches Zahlentrippel. Das bekannteste Zahlentrippel haben wir bereits gesehen mit den Zahlen 3, 4 und 5. Da gilt 3 hoch 2 plus 4 hoch 2 ist 5 hoch 2. Nun sollen wir durch Ausprobieren eine natürliche Zahl finden, sodass die Zahlen ein pythagoreisches Trippel ergeben. Zwei Zahlen sind bereits vorgegeben. Es gibt jetzt somit zwei Optionen. Entweder diese Seite entspricht einer Kathete oder der Hypotenuse. Warum sage ich das? Die Option 1 ist, sagen wir, es handelt sich um eine weitere Kathete, dann ist nämlich 13 die größte Zahl und wir hätten 5 hoch 2 plus x hoch 2 ist gleich 13 hoch 2 oder das Fragezeichen, also die Zahl ist unsere größte Zahl, dann hätten wir 5 hoch 2 plus 13 hoch 2 ist gleich x hoch 2. Naja, versuchen wir das zu lösen und dort, wo wir eine natürliche Zahl erhalten, dort haben wir das pythagoreische Trippel dann gefunden. 25 plus x² ist gleich 169 minus 25, wir erhalten x² ist gleich 144, die Wurzel aus 144 ist 12. Das deutet schon einmal sehr stark auf das pythagoreische Trippel hin und ist auch eins, nämlich das Trippel 5, 12 und 13. Was passiert bei unserer zweiten Überlegung? Vielleicht sind ja hier zwei pythagoreische Trippel möglich. Wir haben 25 plus 169 ist x². 25 plus 169 sind 194. Wenn man daraus die Wurzel zieht, erhält man keine natürliche Zahl. Das heißt, hier ist das Ganze nicht möglich. Mit den Zahlen 40, 51 und, wie gesagt, unsere Variable x funktioniert das genau gleich. Wir können wieder die Überlegung anstellen, dass das Fragezeichen in der Mitte oder halt noch kleiner als 40 ist. Dann hätten wir 40 hoch 2 plus x² ist 51 hoch 2. Oder die zweite Überlegung mit 40 zum Quadrat plus 51 zum Quadrat ist x hoch 2. Betrachten wir die erste Überlegung, dann erhalten wir 40 hoch 2 sind 1600 plus x Quadrat gleich 51 hoch 2 sind 2601. Durch Umformen erhalten wir 1001 und die Wurzel aus 1001 kann man nicht ziehen, dass eine natürliche Zahl herauskommt. Das heißt, hier bleibt die Wurzel aus 1001. Zweite Überlegung, 1600 plus 2601 sind x². Wenn man das addiert, erhält man 4201 gleich x². Wenn man die Wurzel aus 4201 zieht, erhält man auch keine natürliche Zahl. Das heißt, hier sieht man, dass ein pythagoreisches Trippel mit den Zahlen 40 und 51 nicht möglich ist. Ich hoffe, ich konnte dir diese Thematik verständlich erklären. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und du findest alles weitere wie gewohnt auf meiner Homepage. Bis zum nächsten Mal.